Hallo schöne Freunde, willkommen zu einer brandneuen Folge Minecraft Ultimate. Ja, wir wollen heute endlich die Zuckerrohrfarm bauen. Das Problem ist nur. Ja, wo bauen wir das hin? Oh nee, was macht denn der schon wieder da? Das darf doch nicht wahr sein. Und da ist noch ein Enderman. Sir? Was für. Franken, Sandstein. Das brauche ich alles nicht. Weg mit dir. Mir die Leinen. So, hallo Siglinde. Da ist er, da ist er. Wo willst du so schnell hin? Jetzt steht er da mittendrin. Ins Wasser schieben. Was macht denn der da? Hey, jetzt geht er ins Haus rein. Wo ist denn der jetzt da hinten? Warte, den besiege ich noch schnell, dann bauen wir das Teil auf. Und er hat sogar eine Ende. Oh, wir haben sogar den Block. Einen Grasblock haben wir sogar. So, den Bienen geht es auch da oben gut. So, okay, dann fangen wir hier mal an. Wir brauchen Sand. Wir brauchen eine Kiste. Wir brauchen einen Hopper. Wir brauchen 16 Kolben und 16 Beobachter. So. Die Axt packe ich jetzt mal weg. So, das ist eigentlich alles. Ja, und natürlich Zuckerrohr. Hol ich jetzt hier hinten mal gerade mit. Ja, der ist wieder diese schöne grüne Farbe. Und das geht jetzt alles noch einzeln. Nicht mehr so wie vorher. Bis der gleich alles auf einmal da abmacht. So. Und wir haben 50. Okay, wir brauchen mindestens 16. Beziehungsweise ja, mehr oder weniger. Ihr könnt ja auch so viel nehmen, wie ihr wollt. So, wo stellen wir das Ganze hin? Ich würde sagen, ja, nicht hier mitten aufs Feld. Aber schon hier irgendwo bei die Farm. Hier irgendwo in die Nähe. Hier vorne nicht. Da oben vielleicht. Muss ich mal gucken. Das darf nicht wahr sein. So. Ja, hier kann man es noch aufbauen. Hier verbrennen die immer noch alle. Warum auch immer. Ah. Muss man hier ganz kurz. Oh nein, was machen die denn da hinten? Assi-Alarm. Okay, die müssen weg, bevor die mich gleich wieder irgendwie überraschen. Ist ja sehr schön, die haben nicht so ein Teil auf dem Kopf. Hä, wo geht denn der hin? So, bevor gleich noch mehr kommen, gehe ich schnell wieder zurück. Nicht da rein. Hä? Nein! Die haben den Eisengolem wieder getötet. Das darf doch nicht wahr sein. Jetzt muss ich schon wieder einen neuen holen. So, noch mehr irgendwelche Gegner? Nee, okay. So, dann würde ich sagen, bauen wir das Teil. Ja, sehr schön. Hier ist ja alles eben. Ich baue das Teil einfach hier hin. Ich hab grad hier wäre eine Hexe irgendwo. Hast du es angehört? So, hier machen wir mal ein bisschen Platz. So, ich will das hier jetzt so längs bauen. Dann kommt hier das Wasser hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wir wissen ja, das fließt 8 Blöcke lang. Super, dass ich jetzt einen leeren Wassereimer habe. Ja, einen leeren Wassereimer, genau. Einen leeren Eimer ohne Wasser. Wo haben wir Wasser? Wir haben entweder da hinten Wasser oder da vorne. Da renne ich da vorne hin. Hallöchen. Wollen wir Wettlauf oder was? Ich hab gewonnen. So, na komm. Das ist der. Wird schon wieder Nacht? Das darf nicht wahr sein. Na, warum frisst der immer eins zu viel? So. Wo hab ich das jetzt hingebaut? Wie gucken denn diese Schweine in letzter Zeit? Ah, hier. So, machen wir schon mal dahin. Bam. Plup, 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 plup. Hier kommt der Hopper hin. Ruhe. Hopper. Das muss jetzt aufbleiben. So, den Rest mache ich jetzt erstmal morgen. Bevor jetzt wieder die ganzen Viecher hier kommen.
Und wisst ihr was? Das Pferd hier, das nehme ich mir jetzt mit. Nein, ich habe keinen Sattel. Warte, aber ich habe eine Leine. So, bevor später wieder kein einziges Pferd zu finden ist, nehme ich das jetzt mal mit. Ah, das hat jetzt auch wieder diese schöne Leine. Ey, das sieht hier aus. Da hinten sind schon wieder die ersten und da ist der nächste. In letzter Zeit sind richtig viele Zombies hier. Nicht verbrennen. So, kannst du hier rein? Kommst du hier rein? Warte, ich muss die Tür aufmachen. Komm. Na komm. Das darf nicht wahr sein. Hä? Okay, dann komm mal mit. Sieglinde. Wo habe ich denn einen Zaun? Oben habe ich einen Zaun. Komm mal mit nach oben. Was macht denn der da oben? Wer hat da die Tür aufgelassen? Das ist aber gefährlich. Ja, natürlich haben wir hier auch so einer. So, da kommst du jetzt hin. Und weh, du läufst weg. So, sehr gut. Da läuft der nächste. Ich komme ja nicht mehr. Mach das mal weg. Ich komme ja nicht mehr durch die Tür. Ich stehe da genau vorm Bett. So, darf ich jetzt endlich mal anfangen? Was? Was war das? Die laufen wieder alle um mein Haus rum. Was macht der Fuchs jetzt neben mir? Das ist Sieglinde Nummer 2. Also ich kann ihn nicht töten. So. Jetzt bauen wir endlich mal das Teil hier fertig. Also, wir brauchen auf jeden Fall. Das darf doch nicht wahr sein. Hau ab hier. Oh, das ist ein Schwein. Wir brauchen jetzt hier unser Sand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, wo habe ich den Sand jetzt hingemacht? Ich mache das von hier oben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, hier kommt jetzt Zuckerrohr drauf. Wo ist der jetzt schon wieder? So. Ich habe jetzt übrigens nicht ausgetestet, ob das in der Bedrock Edition funktioniert. In der Java-Version funktioniert es auf jeden Fall. So. Jetzt brauche ich hier einen Block. Oder gleich die ganze Reihe voller Blöcke. Das mache ich jetzt einfach mal hier mit Sand. Ihr könnt da ja irgendeinen Block nehmen. Den könnt ihr später wieder abreißen. So, hier. Hier auch. So, da machen wir jetzt die Kolben drauf. So, dass die alle nach vorne zeigen. Ja, natürlich. Machen wir es halt direkt von hier. Sehr gut. So. Flop, 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 flop. Sehr gut. So, jetzt noch die Beobachter oben drauf. Wo sind die jetzt? Ach so. Nein, natürlich genau falsch rum. Genau. Dass die schön nach vorne gucken. Ja, mit den Augen hier. Dann habe ich gerade jemand abgeschossen. So, hier auch nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Das müsste jetzt schon mal so funktionieren, wie ich das vorhab, ne? Moment. Genau. So, jetzt. Mit Sand ist das jetzt natürlich nicht so praktisch. Hier haben wir noch Erde. So, platzieren wir hier in der Reihe von den Kolben, platzieren wir die Erde hin. Beziehungsweise irgendeinen anderen Block. Ihr könnt ja auch Holz nehmen oder sowas. Wir werden das irgendwann auch noch verschönern. So, da kommt jetzt Redstone drauf. Bam, bam, bam. So, jetzt müsste es eigentlich schon funktionieren. Genau. Sehr gut. Und wenn gleich ein Ziegen wachsen ist, wird hier alles kaputt gemacht. So. Machen wir das Ganze auf der Seite auch noch. Ihr seht also, das ist eigentlich ziemlich einfach.
So. Das sieht so schrecklich aus, aber wie gesagt, ich mache das ja noch. Na toll, jetzt habe ich es genau falsch rumgebaut. Ich wollte das eigentlich, dass man das sieht. Jetzt sieht man nur das. Naja, Pech. So, und wenn das dann jetzt hier schön wächst, ich mache das hier gerade noch eins höher. So, wenn eins wächst, bam, bam. Na super. So soll es eigentlich nicht sein. Dann machen wir das noch ein bisschen breiter, oder? Weil das wird jetzt alles dahin gedrückt. Was passiert, wenn ich das jetzt wegmache? Ja gut. Moment mal. Okay, dann muss ich das ein bisschen breiter machen. Weil es ansonsten nicht funktioniert. Das heißt, ich reiß eine Seite komplett ab und das ist diese Seite hier. Ich muss ein bisschen breiter machen. Weg mit dir. Nicht auf meinen Kopf. Da muss ich ja eigentlich jetzt alles wieder abreißen. Reichen dann zwei? Vielleicht reichen auch zwei. So, dann brauche ich wieder einen Wassereimer. So. Eimer. Holen wir wieder Wasser. Was machen die Füchse da oben? Stehen die wieder alle ums Hühnerhaus? Genau. Ich muss diese Hühner irgendwo anders hinpacken. Flipp. Was war das? Also. So. Packen wir das denn jetzt hier noch hin? Sehr gut, dann läuft das alles in eine Richtung. Dann muss ich hier eigentlich auch noch sowas hinmachen, so ein Trichter. Läuft das denn nicht so hier? Nee, das läuft nicht so. Dann muss da auch noch so ein Trichter hin. Kann ich noch einen Trichter machen? Nee, dazu brauche ich wieder Holz. Na gut, das darum kümmern wir bei uns gleich. So, hier. Kommt jetzt wieder kein Sandturm hin. Eine Sandburg, ne. Ist es nicht immer noch ein bisschen zu viel? Hä, jetzt landet es genau vor dran. Nö? Ja, okay, okay, das müsste so funktionieren. So, Sand. Jetzt ist hier alles wieder durcheinander. Das brauche ich. Das brauche ich. Und die Erde. Sehr gut, so. Dann. Bop, 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 bop. Erde? Nein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Okay. Und jetzt? Na komm. Ja, das landet irgendwie immer noch hier. Ja, das hier, das geht irgendwie gar nicht. Eins geht immer nach unten. Jetzt landet das alles hier. So, da brauche ich jetzt noch einen Trichter. Das hier brauche ich nicht. Das lassen wir mal so. So, okay, auf jeden Fall haben wir hier jetzt das. Das liegt zwar da oben, aber eigentlich müsste man da genug bekommen. Das dürfte eigentlich kein Problem sein. Was ist denn da oben schon wieder los? Warum rennt der nicht? Ja.
Nicht eins zu viel fressen. Gut, warte. Was war das jetzt? Also noch ein Trichter. Das darf doch nicht wahr sein. Raus mit dir. Hey. So, Truhe. Hab schon wieder kein Holz. Ruhe. Trichter. So. Sehr gut sieht das aus. Die Sonne geht schon wieder unter. Hm, vielleicht ist es doch ein bisschen zu weit weg. Das könnte wieder nicht wachsen. So. Das kommt weg. So, zu. Da liegt jetzt was drin. So, mal gucken, ob das dann wächst. Da werden wir dann in der nächsten Folge noch eine schöne Hülle drum basteln. Und dann gucken wir mal, was man dann noch so machen kann. Seid also gespannt. Das darf doch nicht wahr sein. Gehen die Bienen davon eigentlich kaputt? Die mögen doch Wasser sowieso nicht so gerne. Muss mal gucken. Das Pferd läuft amok. Ja, okay, den Bienen scheint es ja wohl nichts auszumachen. Ja, die gehen jetzt alle da rein. So, hier ist alles voller Honig. Ist hier irgendwas drin? Ne, da geht keiner rein, dann mach ich das mal kaputt. Da sind doch welche drin. Wie lange bin ich denn jetzt vergiftet? Ja, es ist ja auch Nacht. Sind die ganzen Gegner hier? Wo bin ich denn? Ach, das ist mein Haus. Sorry, es tut mir sehr leid. Jetzt müssen sie sterben. Ich dachte, da wäre keiner drin. Das war ein Versehen. Freunde, in der nächsten Folge. Ich habe es ja gerade eben schon gesagt. Werden wir das Teil noch ein bisschen schöner machen. Schon wieder ein Enderman. Da unten. Den hole ich mir auch noch. Jeden Tag ein Enderman. Das ist ja wie ein Adventskalender. So. Nicht so stürmisch. Wer ist das denn jetzt schon wieder? Hat er mich gesehen? Nee. Vorsicht, da ist ein Creeper. Ey! Lauf nicht durch mein Feld. Und nochmal eine Enderperle. Da ist ein Creeper wieder vor der Tür. Freunde, ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann rein. Und ciao.